Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Sagt euch deutsches Fernsehen am Donnerstagabend ein bisschen später als sonst. Toll, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, wenigstens sie hat es geschafft. Die Kanzlerin geht mit Applaus in die Winterpause. Aber was hat sie eigentlich erreicht? Hunderttausende feiern Weihnachten in der Turnhalle. Und ob die in ein paar Wochen schon Platz machen können für neue Flüchtlinge, das steht in den Sternen. Spürbar reduzieren will die CDU die Zahl der Flüchtlinge. Immerhin, die Partei scheint dahinter geeint. Doch das Land ist nach wie vor gespalten. Die einen helfen, die anderen hassen. Und viele sind einfach verunsichert. Denn die großen Fragen bleiben. Kann Deutschland 1 Million Menschen mit Schule, Arbeit, Wohnung versorgen? Kommen 2016 wirklich weniger Flüchtlinge? Und was, wenn nicht? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Franziska Giffey, die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, weiß, die Situation in Berlin bleibt total angespannt. Die Zahlen steigen jeden Tag weiter an. Hila Limar. Mit ihrer Familie flüchtete sie 1990 aus Afghanistan. Heute hilft die Architektin Flüchtlingen und sagt, wir Freiwilligen sind diejenigen, die das alles stemmen, nicht die Politik. Jan Fleischhauer. Der Journalist ist sicher. Das Einzige, was die Menschen überzeugt, ist ein Rückgang der Flüchtlingszahlen. Katja Kipping, die Linken-Vorsitzende, sagt, die Bundesregierung zockt mit der Not der Flüchtenden und der Angst der Deutschen. Michael Fuchs, der CDU-Politiker, erwidert, Deutschland ist stark genug, aber wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Und Feras, der Syrer, floh Ende August nach Deutschland und sagt, seit kurzem kann ich Deutsch lernen, habe ein Flüchtlingsvisum und hoffe, dass meine Frau bald nachkommen kann. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und bei uns ist heute Abend Hila Limar. Sie kümmern sich, Hila, in Hamburg um Kinder und Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen. Sie haben eine ehrenamtliche Organisation gegründet, sind selber aus Afghanistan geflohen vor 25 Jahren. Wo hatte es Sie dahin verschlagen damals? Wir sind mit der Familie in Hamburg angekommen, in Hamburg-Langhorn, wurden in einer ehemaligen Schule untergebracht, die zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde. Und da haben wir die ersten Jahre in Deutschland verbracht. Essen Jahre heißt? Genau, circa 4 Jahre waren wir dort. Mhm. Ja. Wow, und dann wurde aus der kleinen Hila und ihrer Schwester irgendwann eine erwachsene Frau und Architektin. Heute kümmern Sie sich selber um Flüchtlinge. Richtig. Und um Flüchtlingskinder und Jugendliche. Was tun Sie für die? Wir haben vor circa 5 Jahren bereits begonnen, Einzelbetreuung anzubieten. Dadurch, dass wir ein multikultureller Verein sind und diese Flüchtlingsströme, nenne ich sie mal, die Leichenströme schon gemerkt haben, haben wir gedacht, du, da müssen wir doch irgendwie was machen und vor allem die Jugendlichen Unbegleiteten betreuen. Mhm. Sei es Hausaufgabenhilfe, Behördengänge, Seelsorge, all diese Sachen haben wir geleistet. Mhm. Und verstärkt im letzten Jahr ist diese Einzelbetreuung dann zur Gruppenbetreuung übergegangen. Eben weil es so viele sind und gerade in den Großstädten natürlich viele sind. Das merkt Berlin, das merkt Köln, München, Hamburg etc. In Hamburg genauso. Wodurch wird Ihre Arbeit am meisten behindert? Durch die Behörden, durch die Bürokratie, durch was macht es Ihnen am schwersten? Oder allein durch die schlechte Zahl? Es kann ja auch sein, es sind so viele. Ich glaube, das kann man pauschal gar nicht so sagen. Also es gibt gar nicht eine Antwort. Es ist die Bürokratie. Es ist, dass man auf sich selbst gestellt ist in vielerlei Hinsicht, dass man dadurch, dass wir so eine persönliche Bindung zu den Menschen aufbauen, können wir sehr oft gar keine Erklärung bringen, warum die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Und ich glaube, das ist auch so eine persönliche Belastung dann für uns und wodurch dann die Arbeit gehindert wird, weil wir es ja alles ehrenamtlich machen. Ist das in diesen letzten 4,5 Monaten schwerer geworden für Sie, auch weil die Stimmung ein bisschen aufgeheizter geworden ist, weil die Behörden natürlich auch signalisieren, dass sie überfordert sind? Also wir haben bereits letztes Jahr schon begonnen mit der Flüchtlingsarbeit für, ich sag mal, Gruppen. Das war die erste Aktion, die wir gestartet haben, war eine Spielzeugsammelaktion für Kinder. Die wurde sehr gut angenommen und da haben wir schon den Zuspruch der Bevölkerung gehabt. Und Anfang des Jahres erreichten uns dann aber immer wieder so ganz, ganz absurde Nachrichten wie, es wird ein neues Camp eröffnet, eine neue Flüchtlingsunterkunft und die Menschen haben gar nichts. Also von Hygieneartikel bis zu Kleidung fehlt ihnen an allem. Und da ging es noch recht einfach, dass wir Zugang hatten zu diesen Unterkünften und mit der Zeit wurde dieser Zugang immer schwieriger. Dadurch, dass Sicherheitspersonal eingestellt wurde und dadurch, dass die Zahl immer größer wurde, ist dieser Zugang leider nicht mehr so einfach und durch
ich sag mal, durch diese ständigen Gesetzesentwürfe und Vorschläge erschwert es einem natürlich schon die Arbeit, weil man weiß nicht, was morgen passiert. Mhm. Die Flüchtlinge sind viele, die ehrenamtlich sorgen dafür, dass diese Flüchtlingshilfe nicht komplett zusammenbricht. Wie lange, glauben Sie, können Menschen wie Sie, Ihre Freunde, andere viele Helfer in diesem Land für die Politik und die Behörden dann noch die Kohlen aus dem Feuer holen? Das ist schwierig zu sagen. Also man spürt ab und zu die Demotivation der Ehrenamtlichen. Mhm. Dadurch, dass ja zum Beispiel, dass man immer wieder so Rückschläge erleben muss. Also dass in Hamburg, also ich glaube, das ist jetzt bundesweit, dass die Deutschkurse für Afghanen wurden ja gestrichen. Und dann kommen die Afghanen natürlich und fragen, was soll denn das? Und warum ist jetzt Afghanistan ein sicheres Herkunftsland? Und warum gilt Syrien nicht als sicher? Und das belastet ja die Ehrenamtlichen, die das wirklich aus reiner Überzeugung machen, ja seelisch. Das heißt, wenn es so weitergeht, dann wird ja der Mensch irgendwann aus Selbstschutz sich zurückziehen. Und da kann ich mir das vorstellen, dass es dann vielleicht zusammenbrechen könnte. Hila Limar ist heute bei uns und das finden wir klasse. Toll, kommen Sie bitte mit in die Runde. Ja, liebe Zuschauer, die Stimmung im Land ist nach wie vor aufgewühlt. Man hat auch das Gefühl, dass die Gesellschaft polarisiert ist. Doch die Partei der Kanzlerin, die demonstriert Einigkeit. Merkels Weihnachtswunder. Die Frau des Jahres hat ihre Partei geschlossen hinter sich. Nicht jeder kann das von sich behaupten. Vergessen der Streit um Obergrenzen und Flüchtlingspolitik. Die Kanzlerinnen-CDU stimmt nun gemeinsam im Chor. Wir schaffen das. Jetzt erst recht. Wenn wir jetzt tatsächlich zweifeln würden, dass wir das nicht schaffen, dann wären wir nicht die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, aber wir sind sie und deshalb werden wir das schaffen. Sogar der bayerische Wolf, Löwe, schnurrt wie ein Kätzchen. Unsere Kanzlerin vertritt uns erstklassig in der ganzen Welt. Erstklassig in der ganzen Welt. Weihnachtsfriede in der Union. Er könnte so schön sein, wenn da nicht die lästige Frage bliebe, was, Kinder, wird's morgen geben? Wenn sich die Verhältnisse nicht grundlegend verändern, und zwar verbessern, und zwar dramatisch verbessern, dann werden wir spätestens im Frühjahr ganz andere Debatten führen als jetzt. Herr Fuchs, was ändert sich an Deutschlands Problemen, wenn die Bundeskanzlerin einen angenehmen Parteitag hatte? Die Situation ist so, wie sie momentan nach wie vor ist. Es hat sich aber schon etliches verändert. Ich sage ja mal zwei, drei Beispiele. Ein Beispiel ist, dass sich die Balkanroute total verändert hat. Denn aus dem Balkan, aus Kosovo, aus Albanien etc. kommt so gut wie kein einziger mehr. Weil wir diese Länder zu sicheren Herkunftsländern erklärt haben. Das war ja nicht ganz einfach. Das ist gelungen. Es sind jetzt weniger als 1% der Flüchtlinge noch aus diesen Regionen. Das hat eine gewisse Entlastung gegeben. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir, und da hat die Kanzlerin vollkommen recht, das hat sie auch selbst vorangetrieben, in den Bereichen tätig werden, wo die Flüchtlinge hauptsächlich herkommen. Das ist Syrien, das ist natürlich auch Schwarzafrika, Nigeria, Eritrea etc. Aber vor allen Dingen in Syrien waren ja die meisten, oder da kamen ja die meisten her. Es ist anscheinend so, dass mittlerweile durch die Intervention sowohl der EU, auch des Europäischen Rates, heute war ja Erdogan in Brüssel gewesen beim Europäischen Rat, es gelungen ist, zumindest Teile der Flüchtlinge aus Syrien, die über Griechenland dann in die Balkanroute reingekommen sind, zurückzufahren. Gestern sind es nur noch in Anführungszeichen 1600 gewesen, die gekommen sind. So niedrig war das schon seit Wochen nicht mehr gewesen oder seit Monaten. Das ist ein Zeichen, dass sich etwas verändert. Es ist noch nicht zu Ende. Wir werden selbstverständlich den Menschen helfen. Das ist auch unser Ziel. Das hat die Kanzlerin ja in ihrer wirklich exzellenten Rede mehr als deutlich gemacht. Das ist schon zu unserer humanitären Einstellung als Christdemokraten gehört. Dass wir die aufnehmen, die nun wirklich da sind. Da müssen wir helfen, ganz klar, keine Frage. Aber es müssen auch diejenigen zurückgeführt werden. Und das ist auch deutlich geworden. Und deswegen, Sie haben es ja eben selber gesagt, spürbar reduzieren, die hier kein Bleiberecht haben, weil sie eben nicht aus strittigen Ländern oder schwierigen Ländern wie Syrien, wie Eritrea, wie Nigeria etc. kommen. So, und das ist das Statement der Politik der CDU. Jan Fleischhauer ist bei uns vom Spiegel. Herr Fleischhauer, wenn es heißt, dass spürbar reduziert werden soll, was ist spürbar? Und hat die Union vergessen, dazu zu sagen, wie sie es schaffen will? Ja, das ist ja das Schöne an so einem Begriff wie spürbar. Was ist spürbar? Da können wir uns jetzt hier drüber lange unterhalten. Also der bayerische Ministerpräsident, den Sie ja eben gezeigt haben, hat ja nicht nur Nettigkeiten gesagt, dass er sich exzellent vertreten fühlt von der Kanzlerin, sondern hat 5 Zahlen genannt. Und zwar die Zahlen von grenzübertrittenen Bayern und Flüchtlingen, die dort angekommen sind. Es lag immer, glaube ich, bei 5.000, mal 4.000, mal 5.000. Und ist jetzt aber gerade. Und war nun, das war seine erkennbare Absicht und auch Bitte, dass sich das ändert. Das ist die Erwartung, die Bayern hat. Und wenn wir Herrn Bosbach uns angeguckt haben, auch Teil natürlich der CDU. Und das, glaube ich, wird auch nicht dadurch
sich ändern, dass jetzt der Parteitag so harmonisch verlaufen ist. Das hat natürlich, sagen wir mal, glaube ich, hat mir so eine psychologische, so eine, also ein Freund von mir hat zu mir gesagt anschließend, die Kanzlerin kann sich jetzt, zweimal hat die deutsche Sozialdemokratie die Bundeskanzlerin gerettet. Einmal 2005 mit dem berühmten Auftritt von Gerhard Schröder im Fernsehen, wo er so losgepoltert hat im Studio, ja, in der Wahlnacht, weil er fand jetzt schon wieder, er wäre doch der größte König, dass sich alle hinter ihr versammelt haben. Und jetzt natürlich mit diesem Parteitag, der so schief gegangen ist bei der SPD, zwei Tage vorher, wo alle bei der CDU gesagt haben, inklusive Herrn Fuchs, um Gottes Willen, das machen wir nicht nach. Mhm. Und kaum hatte sie ja schon den Raum betreten, konnten sie sich ja gar nicht mehr einkriegen vor Applaus. Mhm. Und das wird, glaube ich, nur nicht lange halten. Das merkt man ja. Das hält bis wann? Na gut, jetzt ist erstmal die Weihnachtspause, sind wir ja alle auf Frieden gestimmt. Aber ich glaube, ist schon im nächsten Jahr, im nächsten Frühjahr, die Kanzlerin ist, glaube ich, ein Kreuz zum ersten Mal dabei bei der CSU. Und wie ich die bayerischen Christdemokraten kenne, dass die werden da nicht lange ruhig halten, weil die auch die Probleme jeden Tag vor Ort haben. Frau Kipping, spürbar reduzieren ist die große Formulierung der Union. Interessanterweise hat Ihr Parteikollege Dietmar Bartsch sogar die Bibel zitiert und Angela Merkel gelobt für dieses Wir schaffen das, für ihre Politik in den letzten Wochen und Monaten. Ist das tatsächlich immer noch so lobenswert? Also ich glaube, dass Angela Merkel da zweigespalten ist mit dem, was sie sagt. Ermutigt sie, sage ich mal, die Kräfte der Solidarität. Und mit dem, was dann faktisch ihre Regierung macht, das ist eine Asylrechtsverschärfung, das ist weiter auf eine Politik der Abschottung zu setzen, macht sie was anderes. Und ich finde, ich meine, Seehofer und Merkel machen ganz offensichtlich Paartherapie auf offener Bühne. Das ist vielleicht medial ganz interessant. Aber ich finde, so wichtiger als dieses Geplänkel ist doch, sind für mich zwei Fragen. Nämlich die Frage, was passiert mit den Menschen, die auf der Strecke der Flucht bleiben? Weil wenn Sie wollen, dass hier weniger Menschen ankommen, heißt das womöglich auch, dass wir einfach noch mehr auf Abschottung setzen und dass mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken oder mehr Menschen einfach auf der Balkanroute erfrieren oder dort ums Leben kommen. Da sterben ja Menschen auf dieser Route. Oder und deswegen finde ich, das Ziel zu reduzieren, darf nicht darauf hinauslaufen, dass wir willentlich in Kauf nehmen oder sogar darauf hinarbeiten, dass mehr Menschen sterben. Und wir sind bei der praktischen Politik in deutschen Städten. Und wir haben Sie nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast. Franziska Giffey, die Bezirksbürgermeisterin von Berlin, Berlin-Neukölln. Sie kommen gerade von einer Bürgerversammlung an diesem 17. Dezember, weil es darum ging, eine Turnhalle zu erschließen für Flüchtlinge. Was sagen die Leute? Na, es ist ganz unterschiedlich. Es sind diejenigen, die fragen, was kann ich tun, wie kann ich helfen? Und es sind aber auch diejenigen, die sagen, wie soll das eigentlich alles werden? Was ist denn mit unseren Kindern? Was ist, wenn der Sport nicht mehr stattfinden kann? Wo bleiben die? Wer bezahlt das eigentlich alles? Diese Fragen kommen sehr häufig. Was wird aus den Dingen, die unser Leben hier mitbringen? Und auf diese Fragen müssen wir eine Antwort finden. Und auch auf die Frage, was passiert eigentlich? Wie lange bleiben die Menschen in diesen Not-Not-Unterkünften, wie sie inzwischen genannt werden? Und das Argument zu sagen, naja, die kein Recht haben, sollen auch wieder zurückgeschickt werden. Das greift ja im Moment nicht wirklich, weil wenn man sich mal anguckt, alleine in Berlin sind in diesem Jahr 70.000 Menschen gekommen. Es sind 715 Abschiebungen getätigt worden. Und bundesweit ist das Verhältnis ja auch nicht viel anders. Wir haben 1 Million, die kommt, und etwa 18.000 Abschiebungen. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein bisschen weiße Salbe. Ja? Man argumentiert so und sagt, naja, aber es ist doch so, diejenigen, die kein Recht hier haben, die werden ja weniger. Die wirklich kommen, kommen aus den kriegs- und krisengeschüttelten Ländern, aus Syrien, aus Afghanistan, Irak, Iran. Und das sind Menschen, die tatsächlich auch ein Recht auf Asyl haben. Und nicht abgeschoben werden können, mal unabhängig davon, dass auch diese Abschiebungen eben viel Personal brauchen und manchmal auch an organisatorische Schwierigkeiten stoßen. De facto, Frau Giffey, es ist so interessant. Wir haben Sie seit 5 Monaten, ich glaube insgesamt 4 oder 5 Mal bei uns in der Sendung gehabt, weil wir genau zeigen wollten, was an den verschiedenen Fronten dieses Landes wirklich passiert. Sie haben in der ersten Sendung, in der Sie bei uns waren, gesagt, eines darf nicht passieren. Die Politik darf nicht die Handlungsfähigkeit verlieren. Hat sie das? Also viele Menschen haben den Eindruck, dass die da oben die Sache nicht mehr im Griff haben. Und das ist etwas sehr Gefährliches, weil ich glaube, dass Menschen die Wahrheit verkraften. Menschen verkraften die Wahrheit, dass Flüchtlinge kommen, dass sie auch Hilfe brauchen. Aber sie erwarten, dass diejenigen, die Verantwortung in diesem Land tragen, diese Situation meistern können. Und das ist unsere Aufgabe. Und in der Tat, ja, viele Ehrenamtliche haben den Eindruck, wenn wir nicht hier wären, dann würde das alles hier überhaupt nicht funktionieren. Und das ist natürlich etwas, da bauen wir auf eine Kraft, auf die wir nicht immer uns verlassen können. Und Ehrenamt braucht immer Hauptamt. Es braucht Struktur, es braucht Unterstützung.
Unterstützung von staatlicher Seite. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit werden wir das merken, weil natürlich viele Ehrenamtliche auch nach Hause fahren werden. Sie werden mit ihren Familien Weihnachten feiern und die Tage gehen ja weiter. Wir belegen einen Tag vor Weihnachten eine neue Unterkunft mit über 200 Menschen, die aufgestockt wird in den kommenden Wochen dann auch. Also 600. Keine ruhigen Tage. Und der Spiegel schreibt, Frau Giffey, im Übrigen, Berlin sei eine failed city, also eine verlorene, eine gefallene Stadt. In Bayern machen die das besser. Eben, darauf habe ich gewartet, Herr Fuchs, richtig. Ist aber so. Wie ist zu erklären, dass ausgerechnet in Berlin, Stichwort Lageso, die Zustände so dramatisch und so schlimm sind? Warum ist die Turnhalle nicht mehr die Ausnahme, sondern mittlerweile die Regel? Also ich kann das aus bezüglicher Sicht sagen. Wir versuchen natürlich, Alternativen zu finden zur Turnhalle. Das ist, wenn Sie nachmittags den Anruf kriegen, dass abends 200 Menschen kommen, die Sie unterbringen, natürlich sehr, sehr schwer. Weil es gibt eben nicht so viele Räumlichkeiten, die so schnell hergerichtet werden können. Das Wesentliche ist, dass eben Verfahren vereinfacht werden müssen. Dass wir schneller reagieren müssen, dass wir uns besser vorbereiten müssen. Und vor Ort ist es einfach so, dass wir beide Seiten sehen müssen. Diejenigen, die kommen, aber auch vor allen Dingen die, die da sind und die sich Sorgen machen. Und dass wir eben auch, gestern war ich beim Weihnachtskonzert in der Schule, da kam ein kleiner Junge auf mich zu, Lukas, der sagte, Frau Giffey, nehmen Sie uns bitte nicht unsere Turnhalle weg. Und dann stehen Sie da und sagen, ja, ich kann es dir nicht versprechen. Ich werde alles dafür tun, aber ich kann es dir nicht versprechen. Und das ist eine ganz schwere Situation, die macht den Leuten Sorge. Und damit müssen wir umgehen. Und das ist natürlich auch die Perspektive fürs nächste Jahr. Wie sind wir schneller als die Flüchtlingszuwanderung? Wie schaffen wir es, uns besser und schneller vorzubereiten? So, und dann ist die Politik wieder dran. Sehr interessanter Einblick in die Praxis. Herr Fuchs, offensichtlich ist es gelungen, den Begriff Obergrenze zu umgehen. Dafür soll kräftig abgeschoben werden und es soll Integration zur Pflicht erklärt werden. Wenn Sie das hören, wird es gelingen? Ich glaube schon, dass wir das hinbekommen können. Es ist ja sehr unterschiedlich. Ich meine, ich weiß, was in Berlin los ist und ich habe mir selber Lageso angeguckt. Das ist ja schlicht furchtbar, aber das ist meiner Meinung nach auch ein Stück weit ein Versagen der Stadt oder des Landes Berlin. Die haben das nicht in den Griff bekommen. In anderen Regionen läuft es weit, weit besser und deswegen der Artikel vom Spiegel war nicht ganz falsch. Also ich verteidige den Spiegel ja nicht so häufig, insofern ist das ziemlich glaubwürdig. Deswegen sage ich mal, in anderen Regionen kenne ich andere Situationen. Da wird eben schneller gehandelt. Wir haben beispielsweise in meiner Heimatstadt die Kasernen rekrutiert, die alten leerstehenden Kasernen, haben so schnell wie möglich angefangen, die auf Vordermann zu bringen. Und da sind jetzt Flüchtlinge drin. Das ist sehr unterschiedlich, regional sehr unterschiedlich. Wichtig, aber zentral wichtig ist, und ich bin völlig einig mit Frau Giffey, wir müssen sofort dafür sorgen, dass diese Menschen integriert werden. Wenn wir es nicht hinkriegen, und meine geschätzte Kollegin Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz fordert ja ein Integrationsgesetz, das muss her. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich dafür sorgen, dass diese Leute nicht in irgendwelchen ghettoartigen Zuständen bleiben. Denn sonst passiert uns das, was in Frankreich so dramatisch ist. Nämlich diese berühmten Banlieues um Paris herum, die ja zum Teil rechtsfreie Zonen geworden sind, die führen am Ende des Tages dazu, dass da irgendetwas entsteht, was wir jetzt bei den scheußlichen Attentaten in Paris ja auch erlebt haben. Das waren ja Franzosen, die da gewesen sind. Das sind ja nicht irgendwelche Leute gewesen, die da gerade hingekommen sind. Das waren Franzosen im Wesentlichen. Und das muss in Deutschland verhindert werden. Das schaffen wir nur mit einer vernünftigen Integration. Und die muss so früh wie möglich beginnen. Die muss eigentlich am Tag der Ankunft beginnen. Und Frau Giffey hat vollkommen recht. Die können wir nicht da in diesen Szenen lassen, von Turnhallen angefangen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die sofort untergebracht werden. Wie? Die zentrale Frage ist wie? Frau Gupping, kann man, noch mal auf die politische Ebene gefragt, Stichwort Handlungsfähigkeit, kann man die Menschen ins Land lassen und ihnen es dann hierzulande an allen Ecken und Enden schwer machen? Nein, natürlich nicht. Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass Turnhallen für alle Beteiligten übrigens die eine schlechte Lösung sind. Also auch für die Geflüchteten, die da nach einer traumatischen Flucht ankommen, im Riesenraum. Ich habe mir auch einige so einer großen Unterkünfte angeschaut. Und ich will noch mal sagen, das, was Sie erzählt haben zur Notwendigkeit von Integration, steht in einem krassen Widerspruch zu dem, was Sie bei der Asylrechtsverschärfung beschlossen haben. Da haben Sie beschlossen, dass die Geflüchteten jetzt länger in diesen Massen-Erstunterkünften bleiben sollen, nämlich bis zu 6 Monaten. Und natürlich müssen die Leute so schnell wie möglich dezentral untergebracht werden. Und ich will mal nur eine Möglichkeit, wie man da rangehen könnte, benennen. In ganz Deutschland stehen 1,7 Millionen Wohnungen leer aus Spekulationsgründen. Und ich finde, da muss man sagen, in Zeiten, wo es sowohl für Menschen mit niedrigem Einkommen schwer ist, eine Wohnung zu finden, wie man die zentrale Unterbringung für Flüchtende braucht, kann man nicht Wohnungen leer stehen lassen, nur damit irgendwann jemand damit besser spekulieren kann. Da muss man sagen, diese Wohnungen müssen jetzt ordentlich zwischengenutzt werden. Okay. Und das ist auch eine gute Voraussetzung für Begegnung. Und Begegnung ist der beste Schritt, um ein gutes Zusammenleben in Zukunft zu organisieren. Und zu vermeiden, dass die Menschen so lange in diesen Camps bleiben und natürlich da auch im Grunde ghettoisiert werden. Das kennt man doch auch selber. Wenn Hunderte in einem Raum sind, dann bricht doch irgendwann ein Lagerkoller aus. Also damit organisiert man ja geradezu auch Bilder, wo eine Überforderung entsteht. Und da frage ich mich schon, warum die Bundesregierung und die Verantwortlichen sich so unfähig gezeigt haben. Die Ehrenamtlichen haben es millionenfach vorgemacht, ohne dass sie da feste Strukturen im Hintergrund haben. Haben sie Hilfe organisiert. So einen Einsatz hätte ich mir mal vom Haus von de Maizière gewünscht. Okay. Frau Limar, Lila Limar, Sie haben
jetzt bestimmt nicht die Zeit gehabt, den CDU-Parteitag komplett zu verfolgen. Aber die Kanzlerin hatte auch warme Worte natürlich für die... Nächste Mal ein, kommen Sie gerne. Für die vielen Helfer, die es im Lande gibt. Was muss diesen warmen Worten folgen, glauben Sie? Was ist aus Ihrer Sicht das Notwendigste, das Politik jetzt tun müsste, damit an der Situation für Sie und für die Flüchtlinge etwas anders wird? Ich glaube, hauptsächlich mal Taten folgen, Unterstützung für die Ehrenamtlichen. Wenn wir damit beginnen, dass durch die Ehrenamtlichen die Kleiderkammer, der Deutschunterricht, Behördengänge über Übersetzer, also Dolmetscher gestellt wurden, wir nehmen jetzt mal die Freizeitaktivitäten raus, dann haben wir nicht viel vom Staat gespürt. Also ich finde, außer dass die Unterkünfte, die Zelte oder die Containerlager gestellt wurden, ist da nicht mehr viel passiert. Wie lange, Herr Fleischhauer, ist die nächste praktische Frage, kann man eigentlich das, was Horst Seehofer durchrechnete, noch geschehen lassen, ohne diese Strukturen zu haben? Also er sprach von den 4.000, 5.000 pro Tag. Das ist schon viel weniger als in den Hochzeiten. Mhm. Und er rechnet hoch, dass das dann aber wieder eine Million würde, wenn es denn so weiterginge. Kann man das ohne die berühmte Obergrenze schaffen oder muss man sie einziehen? Ich glaube, dass sie vor allen Dingen einen Effekt haben, dass sie irgendwann auch die Helfer demoralisieren. Also wenn sie, sagen wir mal, die arbeiten und sie helfen Leuten und sie haben das Gefühl, aber ihre Arbeit macht keinen wirklichen Unterschied mehr, weil sie nicht mehr hinterherkommen, dann hat das einen demoralisierenden Effekt. Das sagen viele Leute, die vor Ort sind, das ist die große Gefahr. Ich glaube, dass wir reden ja über zwei Themen, die miteinander verbunden sind. Einwanderung ist eine Frage der Größenordnung. Unter anderem deshalb, weil natürlich in dem Maße, wo sie das Gefühl haben, da sind ganz viele andere aus einem Land wie ich, ich kann mich auch mit denen in meiner Sprache unterhalten, ich kenne da ganz viele, da sinkt automatisch der Anreiz, sich neu zu orientieren. Das sehen wir in allen Einwanderungsgesellschaften, das sehen wir zum Beispiel auch in Neukölln. Das heißt, natürlich ist klar, dass Leute dahin ziehen, wo sie Verwandte haben, wo sie Freunde haben. Und wenn die Zahl zu groß wird, wie gesagt, sinkt der Anreiz, zum Beispiel die andere Sprache des Landes zu lernen. Neben dieser ganzen Strukturfrage. Und Frau Kipping hat gesagt, sie hat das kritisiert, dass die Bundesregierung auf Abschottung setzt. Ich würde sagen, natürlich tut sie das im Augenblick. Auf einem Versuch, sie versucht das ja auf so einem eleganten Weg. Am Anfang, und zwar im Augenblick, setzen sie alle auf den Türken. Der Türke soll sozusagen jetzt, Erdogan soll sozusagen etwas charmanter machen, was Herr Orban zu brutal gemacht hat, wo es diese schrecklichen Bilder gab. Er soll die Leute in der Türkei halten. Und das tut er im Augenblick offenbar in einer jedenfalls relativ effektiven Art und Weise. Ja, er lässt schon auch Geld. Die Kurden bombardieren. Also so charmant finde ich das nicht, was anderer Punkt, er da macht. Aber jedenfalls, das sieht man an der Grenze. Auch sehr ausführlich und genau. Bleiben jetzt mal wir bei sind der jetzt, sagen wir mal, in Chesma, wo ich neulich zufällig war, weil ich da Urlaub gemacht habe. Und da haben Sie gesehen, da passierte gar nichts. Und wenn Sie heute mit Leuten reden, in dieser Region, also wo Sie relativ schnell auf griechische Inseln übersetzen können, bei gutem Wetter können Sie die sehen, da stehen plötzlich Polizisten. Und wer da ankommt als syrischer Flüchtling, wird aufgegriffen und wieder nach Istanbul oder in weitere, die haben ja dort sehr große auch, Auffanglager, zurückgebracht. Das passiert, seit wir mit Erdogan geredet haben. Der Vorteil aus deutscher Sicht ist, wenn man so will, oder der Bundesregierung, da gibt es jetzt nicht so viele Kameras. Also das sieht man nicht so, das hat man eben in Ungarn sehr unschön gesehen. Aber er macht natürlich genau diese schmutzige Arbeit für uns. Für uns. Und die Frage an Frau Limar ist gleich die völlig logische. Die Flüchtlinge, die hierher kamen, Frau Limar, die träumen natürlich nicht von einem türkischen Camp. Die träumen wovon? Es ist witzig, wenn man das sagt, aber die glauben, also es ist wirklich, es wird gemunkelt, dass man erstmal hier Besitz bekommt, dass man dann ein Häuschen hat und dass man monatlich Unterkunft, Unterhalt bezahlt bekommt. Das ist so eine, also so eine Illusion, die da natürlich auch die Schlepper verbreiten, um die Leute hinzulocken. Und dann kommen auch gut situierte Menschen, die alles verkaufen, um diese Reise für weiß ich nicht, für ein besseres Leben hinter sich, also auf sich. In ihrem Land, in Syrien, im Irak, alles verkauft haben. Genau, also alles Hab und Gut verkaufen sie meistens und begeben sich dann auf diese sehr gefährliche Reise. Und dann kommen sie hierher und sind absolut erstmal geschockt, dass sie dann in einem Zeltlager landen. Das haben sie sich so nicht vorgestellt. Und also nicht nur diese Traumata während der Reise oder in ihrer Herkunft, in ihrem Herkunftsland, sondern auch vor allem das, was sie sich dann oder was sie hier vorfinden, das wirft auch sehr viele zurück. Und dass wir das zum Beispiel, das unterschätzen wir völlig, welche Bedeutung Facebook und Twitter hat in dieser ganzen Geschichte. Also ja nicht nur in der Vorbereitung des Fluchtweges. Ich habe zufällig so eine Flüchtlingsfamilie getroffen, die auf dem Weg waren jetzt von Wien nach München und hat mir das zeigen lassen. Das war faszinierend, wie detailliert sie zum Beispiel wussten, welche Grenzübergänge gerade geschlossen werden und so weiter und so weiter. Die waren alle in WhatsApp-Gruppen. Sondern auch zum Teil wirklich ganz naive Vorstellungen über das, was sie hier erwartet. Und es ist natürlich verblüffend, dass wir, dass zum Beispiel es europäische Regierungen gibt, die jetzt eine Gegenaufklärung machen wollen und
Anzeigen in großen Printorganen dagegen machen. Das ist natürlich ein Witz. Sondern ich glaube, da müsste man eine Art von Aufklärung auch machen mit diesen Medien, den Leuten sagen, also so und so sieht das aus, das sind hier die Regeln, aber auch das ist das, was euch in Realität erwartet. Das kommt ja eins dazu, wenn jetzt junge Männer zum Beispiel aus Syrien sich auf den Weg machen, über eine super gefahrvolle Reise, die ganze Hoffnung der Familie ist dahinter, dass sie es hier schaffen. Und jetzt kommen sie an und stellen fest, es ist hier nicht so. Gibt es eine große Scheu, die Situation so zu beschreiben, wie sie ist. Sondern ist das, was man wissen aus vielen Erzählungen, sie sagen dann, das ist alles hier super. Das werden sie wahrscheinlich bestätigen können. Das heißt, darauf zu setzen, dass wir, wie auch immer, sozusagen die Wahrheit sich schon durchsetzt, das ist, glaube ich, eine Illusion. Leute neigen dazu, die Situation auch bei uns zu beschönigen. So, und dann sind wir wieder bei Frau Giffey. Kleine Sekunde, Frau Kipping ist gleich dran. Wir sind bei der Frage, Frau Giffey, wie macht man das, dass offensichtlich auch bei den Flüchtlingen natürlich die Enttäuschung wachsen wird? Genauso wie bei den Bewohnern eine Enttäuschung wachsen wird. Also wir haben vielleicht eine riesige Erwartungshaltung gehabt, wir hatten auch eine Euphorie. Und wir sammeln nach 4,5 Monaten nicht nur viel Chaos ein, sondern offensichtlich auch 2 enttäuschte Seiten. Wie machen Sie das? Naja, also ich kann das nur bestätigen, was Sie sagen. Ich war heute gerade wieder in der Turnhalle und dann wird auch, ich frage dann immer, wie viele sind noch da vom Anfang? Ne? Wir haben Anfang November eine Halle belegt und dann wird mir erzählt, also über 20% sind weg. Wir haben auch andere Standorte, wo das noch höher ist. Und vielfach wissen die Betreiber dann gar nicht genau, wo die geblieben sind. Das sind so diese Diffusionseffekte in die Stadt. Also es gibt ja sehr viele, die kommen in dieser Turnhalle an, registrieren, in welcher Situation sie sind und wollen nur noch weg und setzen alle Kraft und Energie da rein, wegzukommen, sich privat zu organisieren. Mhm. Und man muss ja auch sehen, wenn wir wissen, wir haben 70.000 Flüchtlinge in diesem Jahr aufgenommen, 38.000 sind in Unterkünften, wo sind die anderen eigentlich? Und wir erleben, dass die in den Stadtteilen sind, wo sowieso schon auch eine große arabische Community ist und wo sie versuchen, eben dieser Situation zu entfliehen. Und das ist natürlich dann auch, wenn wir gerade bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die kriegen 1 Euro Tagesgeld und dann ist die Frage, was machen Sie mit der vielen Zeit, die Sie haben, mit der wenigen Perspektive? Und wenn dann diese Leute auf Strukturen treffen, die nicht ganz legal arbeiten, ja? Dann ist natürlich das Einfallstor sehr, sehr groß. Und da müssen wir auch aufpassen. Wer sind diejenigen, die die Neuankömmlinge begleiten? Nach welchen Werten werden sie geprägt, wenn sie hierher kommen? Und das ist etwas, was natürlich damit zusammenhängt mit dieser Enttäuschung. Und wir sind nicht vorbereitet auf Phase 2, auf das Folgesystem. Was passiert nach der Erstversorgung? Wir betreuen, wir versorgen und verpflegen, aber wir befähigen nicht. Und wir bringen die Leute nicht in eine Situation, dass sie selbstbestimmt leben und lernen können. Und das ist das, was ich sehr häufig höre. Viele wollen gerne, aber sie wissen nicht wie. Und die große Aufgabe ist, wir müssen sie in Bildung bringen, in Deutschkurse, in Schule und dann versuchen, dass sie hier ihren Weg machen können, dass sie integriert werden können in Arbeit. Und dafür braucht es alle Kraft. So, und diese Kraft muss gefunden werden, Frau Kipping. Und dann ist trotzdem die Frage, wie argumentiert man mit der deutschen Bevölkerung, deren Enttäuschung eben auch wächst? Gitta Henning, Frau Merkel hat den Realitätssinn verloren. Wenn Deutschland die Welt retten will, schafft es sich in absehbarer Zeit selbst ab. Nächste, Jörg Ilchmann. Frau Merkel soll mal erklären, ob wir es nächstes Jahr auch noch schaffen, wenn wieder 1 Million Menschen kommt. Peter Flesch, ich brauche eine Kanzlerin, die mir die Wahrheit sagt. Ihre Aussagen führen zur Spaltung der Bevölkerung. Das sind noch die freundlicheren Reaktionen von Zuschauern auf unseren Sendetitel. Wohin führt Angela Merkel das Land? Sie führt es nicht alleine, aber es zeigt, das Potenzial der Menschen wächst, die sagen, wir haben das nicht im Griff, ihr habt es nicht im Griff und also bin ich dagegen, dass mehr Menschen kommen. Wie argumentiert man da? Na, ich glaube, die Gesellschaft ist gespalten. Ein Teil ist sozusagen setzt stark auf das Gegeneinander und der andere Teil ganz stark auf das Miteinander. Und ich würde sagen, Verantwortung von Politik ist es schon auch diejenigen zu ermuntern, die auf Solidarität und Miteinander setzen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir auch immer wieder deutlich machen, die Menschen, die hierher kommen, sind nicht nur eine Belastung und kosten was, sondern das kann auch eine Bereicherung sein. Also ich fand sehr berührend den Bericht der Schule von Golzow. Das ist ein kleines Dorf in Brandenburg, was bekannt geworden ist durch die Kinder von Golzow. Dort sollte die Schule geschlossen werden, weil die nicht mehr genügend Kinder hatten. Und dann kam eine Flüchtlingsfamilie mit kleinen Kindern und die Schule konnte dank dieser Kinder erhalten werden. Das war ein Riesengeschenk für das Dorf. So. Und wir wissen auch, dass das Geld, was jetzt in die Hand genommen wird für Geflüchtete, das wirkt wie ein Konjunkturprogramm, das kurbelt die Wirtschaft an. Also deswegen mein Plädoyer, nicht nur über die Leute reden, als ob sie eine Belastung sind, sondern es ist eine Bereicherung, wovon wir alle profitieren können. Und ich muss auf eine Sache unbedingt noch eingehen. Die Motive, Herr Fleischau, die Sie angesprochen haben, da ist ja auch ein bisschen, finde ich, eine Schieflage, wenn wir den Eindruck erwecken, dass das nur so eine freiwillige Entscheidung wäre, zu fliehen. Also in Syrien, mich hat sehr berührt,
angerührt, der Bericht einer Hilfsorganisation, die Krankenhäuser dort betrieben hat in Syrien. Und der hat halt erzählt, wie die Menschen verzweifelt waren, die bereits seit 4 Jahren an Krieg gewöhnt sind, als sie erlebt haben, dass die Bomben auch das Krankenhaus getroffen haben. Übrigens egal, ob das russische oder amerikanische Bomben sind. Und die gesagt haben, also wenn sogar Krankenhäuser nicht mehr sicher sind, dann ist unser Leben hier so sehr in Gefahr. Wir müssen fliehen, wir können irgendwie Kälte ertragen, aber Bomben kann niemand überleben. Und deswegen sollten wir nicht den Eindruck erwecken, jeder würde sich freiwillig für eine Flucht entscheiden, sondern Leute fliehen aus großer Not und aus Angst um ihr Leben. Aber du musst mal erstens dich natürlich niemals in Abrede stellen, dass bei den Leuten große Not und Verzweiflung herrscht. Nur, das ist auch die Wahrheit, natürlich ganz viele kommen nicht direkt aus Syrien, sondern die meisten kommen aus, nach übrigens relativ langer Zeit zum Teil, aus türkischen Auffanglagern, in denen sie die Situation... Nur schreckliche Bedingungen herrschen. Gut, aber das ist nochmal ein Unterschied, ob mir das Krankenhaus sozusagen über meinem Kopf zerbombt wird oder ob ich in einem in der Tat sehr schwierigen Verhältnissen in der Türkei aber sicher lebe. Mhm. Aber viele fliehen auch aus den Flüchtlingscamps der UN und dort haben einfach auch die westlichen Länder oder überhaupt alle reicheren Länder sich geweigert, verbindliche Zusagen zu machen. Da wurden die Lebensmittelrationen reduziert und das war natürlich ein Effekt, wo die Leute gemeint haben, Mensch, wir kriegen nicht mal mehr genügend Essen hier. Womöglich wird das Essen irgendwann ganz eingestellt, damit wir nicht verhungern, müssen wir aufbrechen. Also wenn Deutschland sich wenn ihre Regierung rechtzeitig genügend Geld für die UN-Flüchtlingscamps zur Verfügung stellt, erst viel zu spät, als die ersten dort aufgebrochen waren und dann haben sie nur Mittel bereitgestellt, also Deutschland ist das Land, was am meisten Geld zur Verfügung stellt, 170 Millionen. 0,4% vom BIP. Programme werden zur Verfügung gestellt, nur für die türkischen UNHCR-Lager. Aber das ist jetzt die Diskussion, was wäre, wenn gewesen. Ich meine, das ist der Blick sehr weit zurück. Und wir haben jetzt dann nochmal zusätzlich 3 Milliarden bewegt aus der EU, die jetzt über Europa Richtung Türkei gehen und zwar hauptsächlich für diese Flüchtlingscamps sind. Herr Fox, damit tatsächlich die Türkei für uns die dreckige Arbeit macht? Was heißt hier dreckige Arbeit? Ich meine, wir sorgen dafür, dass diese Leute in der Türkei auskömmlich leben können. Bis jetzt ist das ja nicht der Fall und das ist ja der Grund, weswegen sie fliehen. Es gibt auch viele Leute, die wollen überhaupt nicht nach Deutschland kommen. Die wollen auch gar nicht nach Europa kommen, mit Ausnahmen, die Herr Fleischhauer ja eben erwähnt hat. Aber die würden am liebsten sofort wieder in ihre Heimat zurückgehen. Ich habe das sogar mit Leuten besprochen, die bei mir zu Hause, ich war in Flüchtlingslagern, waren. Die haben ganz gesagt, wenn wir können, fahren wir morgen wieder nach Hause. Aber dafür müsst ihr dafür sorgen, dass das wieder einigermaßen sicher ist. Und wenn wir es schaffen, dass in diesen türkischen Lagern, die Dinger heißen ja jetzt berühmterweise Hotspots, was das soll, weiß ich auch nicht. Wenn die da bleiben können und es ist wirklich eine Situation geschaffen worden, dass die da menschenwürdig leben können, dann müssen wir gleichzeitig dafür sorgen, dass in Syrien Verhältnisse eintreten, dass sie zurück können. Es ist, kann ja nicht sein, dass wir die alle hier hin und in Syrien sind 12,8 Millionen Leute, die Diskussion funktioniert so nicht. Haben wir schon viel geführt. Die Frage ist nochmal, die europäische Arbeit ist wahnsinnig dramatisch. Die Kanzlerin hat auch das auf dem Parteitag geschildert, dass es sehr schwer ist, ihre Kollegen in Europa zu überzeugen. Da fordere ich Ihnen bei wesentlich mehr europäische Solidarität ein. Viel schwieriger ist es sicherlich, diesen berühmten großen Tisch rund um die Syrer, um die syrische Frage zu klären. Die Frage ist, was tun wir mit den Menschen, die hierher kommen und in welcher Größenordnung? Ich muss bei Frau Kipping noch mal nachfragen. Interessanterweise macht sich ja nicht nur die CSU und die AfD Sorgen darüber, wie viele Menschen kommen, sondern auch Kollegen aus der eigenen Partei. Der frühere Linken-Chef Oskar Lafontaine schreibt auf seiner Homepage, es ist menschlicher, die Zahl der Flüchtlinge, denen man in Deutschland Schutz gewährt, durch feste Kontingente in Europa zu begrenzen und dafür den hier Aufgenommenen zu ermöglichen, ihre Ehepartner und Kinder nachzuholen. Und seine Ehefrau, die linken Fraktionschefin Sarah Wagenknecht, pflichtet bei, wir können nicht jedes Jahr 1 Million Menschen aufnehmen. Wenn Kontingente bedeuten, dass auch andere EU-Länder Flüchtlinge in größerer Zahl aufnehmen, wären Kontingente auf jeden Fall eine Verbesserung. Frau Kipping, sprechen Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht aus, was die Basis der Partei durchaus auch denkt und was sie mehr denkt, als ihnen lieb ist? Nein, die Basis meiner Partei ist ganz aktiv in der Flüchtlingssolidarität. Also wir merken das ja, die Rückmeldung, wie viele sagen, wir kommen jetzt nicht dazu, wir kümmern uns jetzt darum. Und ich weiß, diese Position ist mir bekannt. Das ist eine Position, das ist eine Position, die ich nicht teile und die auch der gesamte Parteivorstand nicht teilt. Wir haben am Wochenende getagt und wir hatten einen einstimmigen Beschluss, in dem wir uns als Linke ganz klar gegen Obergrenzen und gegen Kontingente ausgesprochen haben. Es gibt einen Punkt, den ich wichtig finde und richtig finde, zu sagen, das ist eine Aufgabe, die europaweit gelöst werden muss. Und hier steht die EU in der Pflicht, also es darum ging, sag ich mal, in Ländern das Sparen aufzudrücken, war man sich ja einig. Und jetzt finde ich es die EU gefragt, durchzudrücken, dass es hier wirklich eine gemeinsame solidarische Lösung gibt. Und wenn Länder wie Ungarn sich weigern, dann muss man halt an irgendeiner Stelle denen die Gelder kappen. Was, wenn die das nicht tun, Frau Kipping? Ja, dann das muss man immer wieder die Frage. Ich finde, man kann ja auch keinen Flüchtling zwingen, in einem Land wie Ungarn, wo irgendwie Rassismus Staatsräson ist, jetzt einen Antrag auf Asyl zu stellen. Aber dann muss man halt sagen, wer sich nicht entsprechend in der Aufnahme von Geflüchteten beteiligt, der muss halt entsprechend zahlen. Und da muss es einen EU-weiten Fonds geben. Man kann auch sagen, dass Gelder aus Fonds, die bereits eingeführt
Deutschland sind, zum Beispiel für Infrastrukturmaßnahmen, dann eben in dem Maße, wie sie sich verweigern, nicht nach Ungarn gehen und dass sie dann eher Ländern zugutekommen, die deutlich mehr Geflüchtete aufnehmen. Ich möchte nochmal bei... Gemacht, der heißt Fluchtumlage. Das haben wir gesagt, die Länder der EU sollen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sich beteiligen und da es leichter ist, Geld umzuverteilen, als Menschen zu zwingen, in irgendein Land zu gehen, plädieren wir halt für eine Fluchtumlage. Interessanterweise in ähnlicher Form auch Herr Fuchs schon gefordert, dass es Strafzahlungen gibt quasi für die Länder, die sich nicht beteiligen. Nehmen Sie mal alleine, wir bezahlen für Polen, also die EU zahlt für Polen rund 15,5 Milliarden Regionalisierungsmittel pro Jahr und für viele andere Länder in der gleichen Größenordnung. Ungefähr 30% davon zahlt nebenbei Deutschland. Und ich bin der Meinung, dass Länder, die nun gar nicht bereit sind, auch nur irgendwo sich an dieser europäischen Solidarität zu beteiligen, in irgendeiner Weise dann anderweitig zur Kasse gebeten werden. Gut, das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung der Politik. Herr Flautscher, was passiert, wenn die Europäer das nicht tun? Wenn die einfach sagen, machen wir nicht, braucht es dann... Naja, wir müssen ja das Geld beweisen. Also deutsche Kontingente? Also es ist ja so, das wäre ja noch einfach, wenn wir es nur mit den Polen zu tun hätten. Oder nur mit den Ungarn. Aber wir haben es ja mit allen zu tun. Es gibt kein europäisches... Die letzten, die sich jetzt verabschiedet haben, sind die Schweden. Unter Tränen, gab eine große Presseerklärung, hat die, ich weiß nicht, es gibt eine rot-grüne Regierung dort, die haben geweint und haben gesagt, schaffen sie nicht mehr. Und haben sich aufgenommen als wir. Aber jetzt ist Schluss. Die haben gesagt, jetzt ist Schluss. Wir stehen in der Frage in Europa, muss man sagen, ganz alleine. Und jetzt werden wir natürlich mit großen Augen auf die Kanzlerin gucken, was sie ihr einfällt, die anderen da an Bord zu holen. Ich glaube, es wird sehr schwer. Nehmen Sie die Franzosen. Die Franzosen haben natürlich schon nach Charlie Hebdo, das können wir alles ganz falsch finden, aber wenig Lust gehabt, mehr Muslime ins Land zu lassen. Das werden die nur nach den Anschlägen in Paris, den neuerlichen, noch weniger haben. Und so setzt sich das fort. Das ist ja das, was hinter den Kulissen auch besprochen wird. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sichern eben, worüber wir gesprochen haben, die europäische Außengrenze. Oder, das ist der Vorschlag, der nicht so ganz offiziell bislang vom bayerischen Ministerpräsidenten gemacht wird. Wir fangen irgendwann an, bei uns die Schlagbäume wieder zu errichten und sagen, wir schützen unsere deutschen Grenzen. Wir lassen niemanden mehr ins Land. Das ist ja letztlich mit Obergrenze gemeint, wenn man sie ernst meint. Obergrenze heißt doch, wenn man sich, oder Kontingent, oder wie man das nennen will, wir definieren eine bestimmte Zahl von Menschen, die wir ins Land lassen wollen, wie das übrigens alle Einwanderergesellschaften machen, wie die Australier, wie die Kanadier und wie die Amerikaner, ständen wir nicht ganz alleine mit. Und der 501.000, sagen wir mal, wenn wir 500.000 als Grenze nehmen, dann müssen wir ja irgendwas uns überlegen. Und wenn wir es ernst meinen, müssen wir sagen, du kannst leider nicht kommen. Und das kann man dann nur machen, wenn man die deutsche Grenze schützt. Und der Effekt wäre, das ist die Hoffnung, und das wird ja auch so kommen, wenn wir das machen würden, jetzt nach Österreich. Das ist die nächste Grenze, die natürlich fällt, die von Österreich in die Nachbarstaaten und so weiter. Dann gibt es so eine Art, so einen Dominoeffekt. Das ist genau das, was die Kanzlerin nicht will. Weil sie sagt, das haben wir in der ganzen Zeit beobachten können, sie sagt, das ist so wichtig für Europa, das Schengen-Abkommen, das kann ich nicht so sozusagen aufs Spiel setzen, so wie sie auch die Griechen mit vielen, vielen Kosten für uns in der europäischen, im Euro gehalten hat. Das ist offenbar für sie ein so zentraler Wert, dass sie bereit ist, darüber hinaus, dafür sogar eben ganz schlechte Umfragewerte, ein Rumoren bis zu einer Revolution in ihrer eigenen Partei hinzunehmen. Und wir. Ja, die zwei Gegenstimmen bei 1000 waren. Ja, das, waren jetzt, das haben wir ja gerade besprochen, das war jetzt so ein psychologischer Sondereffekt jetzt gerade in der Partei. Genau, der Wohlfühlparteitag und Herr Fleischhauer, das tun wir, um auf eine gewisse Art zu vermeiden, dass wir dann bei der AfD im März bei den berühmten Landtagswahlen zweistellige Prozentzahlen. Was meinen Sie jetzt? Was vermeiden wir jetzt? Indem wir natürlich wollen, dass den Menschen die Angst genommen wird, dass daran gearbeitet wird, dass die Zahl reduziert wird. Nein, ich glaube, das ist nicht nur AfD. Das ist übrigens auch nicht, das Land ist sozusagen nicht gespalten in zwei Lager. Sie haben gesagt, glaube ich, vom Anfang. Leute, die helfen, Leute, die hassen. Das empfinde ich. Und zwischendurch viele verunsichert. Ja, das empfinde ich auch. Es gibt, glaube ich, einen Teil, einen kleineren Teil, der ist nach wie vor super euphorisch und der sieht sozusagen ein politisches Projekt jetzt sich vollenden, Grenzen auf, wir lassen alle rein, wir sind eine Welt. Vielleicht große Teile der Führungsschicht der Linkspartei, weiß ich nicht. Dann gibt es so einen Teil, der tut was, hat Sorgen und tut was, von dem wir sehr profitieren. Also Leute, die wollen schon, dass die Zahl der Flüchtlinge runtergeht, aber sagen ganz pragmatisch, und das gefällt mir sehr gut, wenn sie denn schon mal hier sind, müssen wir was machen. So, das ist zum Beispiel das Klassische, was man in Bayern erlebt. Ja? Die rufen jetzt nicht alle, lass die Syrer zu uns kommen, aber wenn sie nun mal da sind, organisieren wir was. Machen wir Malkurse, Sprachunterricht, Fußball und so weiter. Und dann gibt es einen kleinen Teil von Leuten, bestimmt, der nicht nur gegen die Flüchtlingspolitik ist, sondern das ist interessant, der Kanzlerin die schlimmsten Motive unterstellt. Das ist ja ein Unterschied. Ich kann also sagen, ich finde die Regierungspolitik falsch,
sondern der glaubt, dass die Merkel sozusagen so einen Plan hat, also immer vom Sinistren ausgeht, das Land zu destabilisieren. Sozusagen die da oben, die regieren an uns vorbei, die schicken uns jetzt die Flüchtlinge so. Da würde ich irgendwie sagen, auch anders als auf der Küppin, da gibt es schon Überschneidungen natürlich auch zur Linkspartei. So einfach ist das da nicht. Sind, aber das ist eine total interessante Frage, sind die Menschen, die auch in der Linkspartei sagen, wir müssen unbedingt die Zahl der Flüchtlinge begrenzen, damit wir das schaffen und damit wir eben diesen Überforderungskomplex loswerden und damit wir uns wirklich um die Menschen kümmern können, sind die dann automatisch Rassisten, wenn die so sind? Nein, nicht gleich ein Rassist, aber ich glaube, sagen wir mal so, das kann man ja auch, man muss da vielleicht nicht gleich immer mit dem schlimmsten Wort wie Nazi und Rassist operieren, aber ich sehe zumindest bei der Linkspartei und der AfD auch schon Gemeinsamkeiten. Meine große Gemeinsamkeit wäre, ja, ich weiß, ich muss es sagen, das Versprechen hier in beiden Fällen ist Homogenität. Die Linkspartei verspricht soziale Homogenität und die AfD verspricht kulturelle Homogenität. Aber in jedem Fall haben sie ein Problem mit Vielheit und Andersartigkeit. Das ist für mich die Gemeinsamkeit. Das sieht man interessanterweise ja auch bei den Wählerwanderungen. Also die AfD hat bislang ja große Erfolge in ostdeutschen Parlamenten erzielt. Und wenn Sie sich angucken, von welcher Partei hat sie am meisten gewonnen, da war es nicht die CDU. Das war die Linkspartei. Frau Kipping, Sie müssen uns helfen bei genau dieser Analyse, weil die Frage ist, wie man tatsächlich nicht mehr als Angst und als Bedrohung empfindet, dass von diesen vielen Menschen noch viele und noch viel mehr kommen werden. Also bei der Frage, soll man Ängste ernst nehmen, sage ich, wir als Politikerin sollten vor allen Dingen etwas unternehmen, um die Angst zu nehmen. Und da gäbe es eine Möglichkeit. Und zwar könnten wir einfach eine Sozialgarantie aussprechen und sagen, ihr könnt sicher sein, es wird keine Sozialkürzung geben, es wird keine Rentenkürzung geben. Es gibt immer ein Beispiel dafür. Zu Beginn der Bankenkrise, als die Leute auf immer alle anfingen, kapitalismuskritisch zu werden, ist Merkel sehr schnell mit ihrem Vizekanzler vor die Kamera getreten und gesagt, seid versichert, die Einlagen sind sicher. Ob das wirklich ein gedeckter Scheck war, den sie da ausgestellt hat, weiß ich nicht. Aber sie hat sich hingestellt, das glaubhaft vermittelt und hat den Leuten die größte Angst vom Bankencrash genommen. Und ich finde, jetzt wäre es ein wichtiges Momentum, um sag ich mal, den Nährboden für den wirklichen Rassismus, den es ja auch gibt, zu entziehen, deutlich zu machen, hier, es wird keine Sozialkürzung geben, ich spreche eine Sozialgarantie aus. Das ist das eine. Und jetzt Ihre Unterstellung, dass es mir quasi gleich sind. Das ist ja nicht neu, Ihre These. Ich finde, diese Unterstellung entbehrt jeglicher Grundlage, weil es sind die Mitglieder meiner Partei, die beispielsweise in Sachsen von der CDU schikaniert werden, weil wir uns immer wieder den Nazis in den Weg gestellt haben. Es ist die Linke die einzige Partei gewesen, die geschlossen in den Ländern wie im Bundestag gegen die Asylrechtsverschärfung gestimmt hat. Und viele von uns sind wirklich aktiv in der Flüchtlingssolidarität. Und deswegen finde ich, wenn Sie meinen, weil wir gegen Armut kämpfen, seien wir gegen Vielfalt, ist das eine irre Verdrehung. Weil ich finde, ich bin großer Fan von Vielfalt, aber für mich gehört Armut nicht zu Vielfalt dazu. Oh, das ist schon bemerkenswert. Das ist schon bemerkenswert, wenn die frisch gewählte Fraktionsvorsitzende der Linken sich in eine völlig andere Richtung bewegt als Teile der Partei. Das ist ja schon ein bisschen bemerkenswert. Das sollten Sie schon nicht so ganz einfach wegtun. Ja, und der liebenswerte Herr Lafontaine hat Äußerungen von sich gegeben, die würde ich in meiner Partei nicht so gerne hören. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Bleiben wir noch mal bei der CDU, weil diese Frage ist noch nicht beantwortet. Ich habe gerade nicht immer mit einer Stimme gesprochen. Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Wenn die Kanzlerin sich in Europa nicht durchsetzt, muss es dann nicht ein deutsches Kontingent geben? Wenn uns keines der europäischen Länder beispringt, muss es dann nicht die hart umstrittene und von der Kanzlerin nicht gewollte deutsche Obergrenze geben. Also ich werde erst mal abwarten, was in Brüssel heute und morgen rauskommt. Sie wissen, dass der Europäische Rat... Das hätte ich an Ihrer Stelle jetzt auch gesagt. Ja, das läuft gerade nicht gut. beim Europäischen Rat wird ja gerade heute darüber verhandelt. Und bis jetzt hat sich Angela Merkel, wenn Sie sich ein bisschen mal in die Historie begeben, eigentlich in Brüssel immer ziemlich gut durchsetzen können. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie es tut. Warum soll ich denn jetzt schon wieder gleich pessimistisch sein? Die Kanzlerin schafft es nicht. Die Kanzlerin schafft das. Und wir haben ganz klar auch Sie setzen zwei auf verschiedene, Europa und die Frage zwei ist, verschiedene Linien aufgezogen. Einmal, wir müssen mehr europäische Solidarität einfordern, das habe ich eben gesagt. Zweitens, wir müssen mit den umliegenden Ländern, wo die Flüchtlinge herkommen, Lösungen finden. Das ist einmal Türkei, das ist natürlich genauso Schwarzafrika und im Libanon genauso. Alle diese Länder, das müssen wir jetzt machen. Das wird doch zur Zeit gemacht. Wir haben doch jetzt das erste Mal auch es geschafft, dass Herr Erdogan da ist. Nein, ich werde Ihnen keine Obergrenze nennen, weil ich auch der Meinung bin und bin nicht Ihrer, Herr Fleischhauer, wenn jetzt nur 500.000 da sind und wir sagen, bis 500.000 machen wir mit und bei 500.001 richten wir die Grenzen ein. Deutschland hat 3.757 Kilometer Landgrenze, offene Landgrenze. Wollen Sie einen Zaun drumherum bauen? Ich will das nicht. Ich will auch Schengen.
behalten und erhalten. Schengen ist ein hohes Gut. Dass wir Freizügigkeit in Europa haben, ist ein ganz hohes Gut. Und das will ich nicht kaputt machen. In keiner Weise, das muss erhalten bleiben. Und deswegen kommt für mich eine Mauer nicht in Frage. Wir haben, liebe Zuschauer, einen Gast, den ich Ihnen unbedingt noch vorstellen möchte. Er heißt Ferres, ist im Sommer aus Aleppo geflohen und kam über die berüchtigte Balkanroute nach Deutschland. Und den meisten von Ihnen muss ich Ihnen eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil er schon ein paar Mal bei uns zu Gast war. Ferres, einen schönen guten Abend. Sie haben... Da ist schon ein bisschen... Ja. Sie haben die letzten 4,5 Monate in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt, vorher in einem Erstaufnahmelager, sind jetzt in einer Flüchtlingsunterkunft und kämpfen in einem Asylverfahren natürlich um Asyl. Wie weit ist das? Ja, ich habe ein paar Interviews mit dem BAMF geführt, vor 2 Wochen bereits, und ich habe jetzt einen Ausweis bekommen. Also einen Ausweis. Okay. Ja, das habe ich bekommen, genau. Das ist eine Art kurzfristiges Visum, zumindest für 6 Monate. Und dann wird mein Fall beleuchtet und dann werde ich entsprechend danach eine Nachricht bekommen, ob ich als Asylant anerkannt werde. Sie haben uns bei den letzten Malen erzählt, dass Sie diesen sehr gefährlichen Weg gegangen sind, um auch Ihre Frau hierher holen zu können, die noch in Syrien ist. Wie groß, glauben Sie, ist die Chance, dass Ihnen das gelingen wird, dass Sie Ihre erst vor kurzem geheiratete Frau nach Deutschland holen können? Das hoffe ich natürlich. Ich möchte natürlich nicht getrennt von meiner Familie sein. Ich musste mein Land verlassen. Ich habe die ganze Reise hier angetreten, weil es so gefährlich ist. Und für meine Frau ist es auch sehr gefährlich. Niemand möchte sein Land verlassen in solchen Gefahren. Wir wurden von Schleusern durch das Land getrieben. Wir waren dann dem Tode gegenübergestanden. Wir haben lange, lange gewartet, bis wir hierhin fliehen können. Und nun hoffe ich natürlich, dass irgendwann meine Frau auch in Sicherheit hierher kommen kann. Das ist der Grund, weshalb ich hier bin. Jetzt diskutiert Deutschland eine Menge. Es diskutiert unter anderem auch um eine Begrenzung des Familiennachzuges. Haben Sie das Gefühl, dass sich in diesen letzten 4 Monaten viel verändert hat in diesem Land, in Deutschland? Ja, Sie denken an diese Obergrenze. Ich bin zunächst mal dankbar, dass ich hier bin und dass ich auch heute Abend hier über meinen Fall sprechen kann. Ich danke Ihnen dafür, dass ich die Möglichkeit habe, die Gelegenheit den Menschen zu zeigen, wie viel wir haben leiden müssen, bis wir hierher kamen, dass wir aus Zwang hier sind. Es wird jetzt versucht, eine Obergrenze eingeführt, um die Anzahl der Flüchtlinge zu begrenzen, aber das ist nicht die Lösung. Meine Frau ist nicht mit mir gekommen, weil es zu gefährlich ist, aber wenn ich dann weiß, dass meine Frau irgendwann nachkommen kann, nach einem regelrechten Verfahren der Europäischen Union, dann möchte ich, dass sie auch hier kommt. Ansonsten müssen ja noch mehr Menschen ihr Leben riskieren, werden ertrinken im Meer. Viele Menschen wollen einfach nur ihr Leben retten, deswegen kommen sie hierher. Sie wollen ihre Familie wiederfinden hier. Mehr Menschen müssten sonst sterben, wenn es so unsicher bleibt an der türkischen Küste. Es ist doch eine Frage von Menschlichkeit. Wenn Sie... Wenn Sie die Diskussion in Deutschland verfolgen, das können Sie, weil Sie gut Englisch sprechen, natürlich auch verstehen, dass nicht jeder Flüchtling ein so gut ausgebildeter junger Mann ist wie Sie. Viele können nicht lernen, viele wollen nicht lernen, müssen schnell Geld verdienen und nach Hause kommunizieren, anderes mehr. Wie lange, glauben Sie, kann eine Gesellschaft damit wirklich gut umgehen, dass in einer großen Zahl, in einer unbegrenzten Zahl Menschen in dieses Land kommen, die eine neue Heimat suchen? Ich denke, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Die Flüchtlinge sind ja hier. Es wurde immer wieder gesagt, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das gemeinsam. Die Deutschen mit den Flüchtlingen gemeinsam. Wir haben ja auch durchaus Fähigkeiten. Einige können als Lehrer arbeiten. Einige können bei den Verfahren helfen, bei den Ausfüllen von Formularen. Aber vor allem ist es wichtig, dass wir das zusammentun. Die Flüchtlinge sind nun einmal hier. Wir müssen es gemeinsam tun und dann schaffen wir es auch. Klasse, dass Sie heute bei uns sind. Bitte kommen Sie bitte in die Runde. Ferres, wovon träumen Sie beruflich? Was würden Sie gerne machen? Sie haben ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium. Das wissen die Menschen, die diese Sendung schon geschaut haben. Was würden Sie gerne beruflich tun? Ich möchte zunächst einmal weiter Deutsch lernen. Das ist schon mal sehr toll. I'm learning now. Ich spreche ein wenig Deutsch. I want
Ich möchte dann keine weitere Zeit verlieren. Ich möchte weiter lernen, studieren. Ja, ich habe als Jahrgangsbester abgeschlossen an meiner Universität und ich möchte jetzt vielleicht auch einen Master anschließen. Und dann, wenn mein Land wieder sicher wird, hoffe ich auch, dass ich in meine Stadt zurückkommen kann, in meine Heimat. Das ist wie ein Traum. Das ist der Traum und es ist gut, dass wir ihn uns angehört haben, Frau Giffey. Und die Frage ist, es kommen nicht nur Ärzte, es kommen nicht nur Ökonomen, es kommen nicht nur super englisch sprechende Flüchtlinge nach Deutschland. Wie stellen wir für die Zeit, die Sie hier sind, Ihnen Wohnung und genau diese Hoffnung zur Verfügung, dass Sie in Deutschland gern gesehen sind? Na, zunächst mal glaube ich, dass es leichter ist, sich zu integrieren, wenn man gemeinsam mit seiner Familie hier ist und sich integriert, als wenn ein alleinreisender junger Mann unzufrieden ist, keine Orientierung hat und so weiter. Ich denke, dass es leichter ist, wenn Familien sich integrieren. Und das ist dann die Frage, wie können wir das tatsächlich gemeinsam tun? Wir sehen, dass Menschen auch Potenziale mitbringen. Und wie kann man sie mit einbeziehen? Das ist schon die Frage. Aber wir sehen eben auch, dass Menschen kommen, die haben eben nicht diese schulische Bildung. Der syrische Arzt ist jetzt nicht das klassische Berufsbild in den Unterkünften. Ja? Aber es ist schon richtig, die da sind, sind da. Und um die müssen wir uns dann auch kümmern. Wir können nicht die Frage stellen, wir hätten gerne andere oder wir wünschen sie uns weg. Die Situation ist einfach nicht da. Wir müssen damit umgehen. Und das heißt, es braucht eben Bildung, es braucht Integration, es braucht schulische Bildung. Die Kinder müssen in den Kindergarten, diejenigen, die noch nicht Deutsch können, müssen in die Deutschkurse. Wir haben inzwischen alleine in Neukölln über 600 Deutschkurse für Deutsch als Zweitsprache. Davon allein 65 für Flüchtlinge. Die richten wir ein. Wir schaffen dafür Raum. Und das braucht es auch. Frau Niemann, was machen wir? Was machen wir mit Flüchtlinge, die sich nicht von einer Frau die deutsche Sprache beibringen lassen wollen und unterrichten lassen wollen? Ich persönlich habe das sehr selten erlebt. Es ist am Anfang eine Befangenheit, das kann man ruhig sagen, aber im Endeffekt sind sie immer dankbar, wenn sie dann doch die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen. Und dann glaube ich, würde keiner sagen, nee, mache ich nicht und riskiere damit meinen Aufenthalt, als wenn ich mir dann von einer Frau was sagen lasse. Mhm. Herr Fleischhauer, wie schaffen wir es? Ab 2016 gerechnet, wenn dann im Frühling die nächsten Flüchtlinge kommen oder vielleicht im Januar und Februar schon parallel dazu, die vielen Wohnungen zur Verfügung zu haben, damit die Neuen nachrücken können. Ja, gut, ich bin ja kein Wohnungsplaner, das weiß ich auch nicht. Also ich finde interessant, die Bundeskanzlerin hat doch diese Pressekonferenz gehalten und da hat sie gesagt, wir müssen jetzt alle ein bisschen flexibler werden. Und da hat sie als erstes die deutschen Bauvorschriften genannt. Und da haben alle sofort gesagt, absolut, ja, ist ja klar. Also bei Bauvorschriften nicht deutsche Gründlichkeit, sondern deutsche Pragmatismus. Genau. Also wir sollen nicht so gründlich mehr sein. Machen wir deswegen ja auch jetzt ein Gesetz, glaube ich. Das heißt das Standardabweichungsgesetz. Also wenn wir was nicht mehr gründlich sein wollen, machen wir das auch gründlich. aber jetzt wird es ja interessant. Da wird Frau Kipping jetzt gleich wieder sagen, das geht nicht. Jetzt gehen wir ans Arbeitsrecht. Wenn ich lese in der Zeitung, dass die deutsche Wirtschaft aufgefordert wird, Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen, und den Leuten aber gleichzeitig gesagt, die können möglicherweise nicht mit euch reden und die können auch nicht eure Sprache, aber macht Praktikumsplätze. Und gleichzeitig den Leuten sagen, die das machen sollen, aber der Mindestlohn für 8,50 der gilt, dann finde ich das, sagen wir mal, das verstehe ich nicht. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Jede Chance, um den Mindestlohn anzugreifen. Genau, die hat er jetzt auch gerade wieder genutzt und er ist trotzdem eine klasse Baubehörde. Aber es ist ja nicht wenig weniger wahr. Nochmal auf ein absurdes Gesetz aufmerksam gemacht hat. Frau Kipping, wir sind kurz vor dem Ende der Sendung. Sie sagen mir jetzt nochmal, wie schaffen wir das, in diesen Pragmatismus zurückzugehen und vor der Größe dieser Aufgabe nicht zurückzuschrecken, die vor uns steht. Ich glaube, wir müssen das in Angriff nehmen, was sowieso ansteht. Wir brauchen eine Art New Deal, wir müssen richtig Geld in die Hand nehmen, um das im Bildungsbereich zu stecken und auch im öffentlichen Beschäftigungen auszubauen, Sachen, die sowieso notwendig sind. Und wir brauchen eine Offensive für einen sozialen Wohnungsbau, damit alle, egal ob Menschen mit niedrigen Einkommen oder Geflüchtete, eine gute Unterkunft haben. Mhm. Feras, was glauben Sie, wann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo die Welt, wo die Politik eine Lösung gefunden hat für Syrien? Auf diese Frage kann ich keine Antwort geben. Das ist sehr kompliziert, die Lage in Syrien. Das verändert sich täglich, auch aus historischen Gründen. Ich habe meine Frau neulich angerufen. Sie ist jetzt nicht mehr in Aleppo, in einer Stadt, die sicherer ist. Und jetzt ist die von einer Gruppe umringt, diese Stadt, die jetzt nicht mehr ISIS ist, aber eine andere. Also die Situation ändert sich praktisch täglich. Und viele, viele Parteien sind in Syrien aktiv. Wir brauchen eine diplomatische Lösung. Es ist ein Krieg im Moment, Gewalt, aber ich weiß auch nicht, was die Lösung darauf ist. Ich hoffe natürlich, dass die Lösung morgen eintritt und dass ich nach Hause gehen kann, dass ich zu meiner Frau, zu meiner Familie zurückkehren kann. Herr Fuchs, 2016 wird ein Jahr, in dem wir auch immer noch sagen, wir schaffen das?
Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen. Deutschland ist so ein starkes Land. Wir haben viele, viele Probleme gelöst. Ich sage mal, wir haben zwischen 1949 und 1953 6,5 Millionen Flüchtlinge übernommen, die aus allen Ecken zu uns gekommen sind. Das hat damals geklappt. Warum soll es jetzt nicht klappen? Und wenn wir zusammenstehen und gemeinsam arbeiten, und von ihm ist ja ein wunderbares Beispiel, wie das geschehen kann, dann wird das auch in Deutschland funktionieren. Hier machen wir einen Punkt. Das war die Kanzlerin in Form von Michael Fuchs. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für diese Runde, darf mich für die Diskussion bedanken heute Abend und für die Ehrlichkeit der Situationsbeschreibung natürlich im Besonderen. Letzte Sendung, wir sehen uns am 14. Januar wieder. Das war irgendwie ein wahnsinnig intensives Jahr. Ich befürchte, das nächste wird auch so. Bleiben Sie heiter irgendwie. Ich wünsche mir das und Ihnen eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Tschüss, bis dahin. Ciao. In diesen letzten 4,5 Monaten schwerer geworden für Sie, auch weil die Stimmung ein bisschen aufgeheizter geworden ist, weil die Behörden natürlich auch signalisieren, dass sie überfordert sind? Also wir haben bereits letztes Jahr schon begonnen mit der Flüchtlingsarbeit für, ich sag mal, Gruppen. Das war die erste Aktion, die wir gestartet haben, war eine Spielzeugsammelaktion für Kinder. Die wurde sehr gut angenommen und da haben wir schon den Zuspruch der Bevölkerung gehabt. Und Anfang des Jahres erreichten uns dann aber immer wieder so ganz, ganz absurde Nachrichten wie, es wird ein neues Camp eröffnet, eine neue Flüchtlingsunterkunft und die Menschen haben gar nichts. Also von Hygieneartikel bis zu Kleidung fehlt ihnen an allem. Und da ging es noch recht einfach, dass wir Zugang hatten zu diesen Unterkünften und mit der Zeit wurde dieser Zugang immer schwieriger. Dadurch, dass Sicherheitspersonal eingestellt wurde und dadurch, dass die Zahl immer größer wurde, ist dieser Zugang leider nicht mehr so einfach und durch diese ständigen Gesetzesentwürfe und Vorschläge erschwert es einem natürlich schon die Arbeit, weil man weiß nicht, was morgen passiert. Mhm. Die Flüchtlinge sind viele, die ehrenamtlich sorgen dafür, dass diese Flüchtlingshilfe nicht komplett zusammenbricht. Wie lange, glauben Sie, können Menschen wie Sie, Ihre Freunde, andere viele Helfer in diesem Land für die Politik und die Behörden dann noch die Kohlen aus dem Feuer holen? Das ist schwierig zu sagen. Also man spürt ab und zu die Demotivation der Ehrenamtlichen. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel, dass man immer wieder so Rückschläge erleben muss. Also dass in Hamburg, also ich glaube, das ist jetzt bundesweit, dass die Deutschkurse für Afghanen wurden ja gestrichen. Und dann kommen die Afghanen natürlich und fragen, was soll denn das? Und warum ist jetzt Afghanistan ein sicheres Herkunftsland? Und warum gilt Syrien nicht als sicher? Und das belastet ja die Ehrenamtlichen, die das wirklich aus reiner Überzeugung machen, ja seelisch. Das heißt, wenn es so weitergeht, dann wird ja der Mensch irgendwann aus Selbstschutz sich zurückziehen. Und da kann ich mir das vorstellen, dass es dann... Vollkommen recht, das hat sie auch selbst vorangetrieben, in den Bereichen tätig werden, wo die Flüchtlinge hauptsächlich herkommen. Das ist Syrien, das ist natürlich auch Schwarzafrika, Nigeria, Eritrea etc., aber vor allen Dingen in Syrien waren ja die meisten, oder da kamen ja die meisten her. Es ist anscheinend so, dass mittlerweile durch die Intervention sowohl der EU, auch des Europäischen Rates, heute war ja Erdogan in Brüssel gewesen, beim Europäischen Rat, es gelungen ist, zumindest Teile der Flüchtlinge aus Syrien, die über Griechenland dann in die Balkanroute reingekommen sind, zurückzufahren. Gestern sind es nur noch in Anführungszeichen 1600 gewesen, die gekommen sind. So niedrig war das schon seit Wochen nicht mehr gewesen oder seit Monaten. Das ist ein Zeichen, dass sich etwas verändert. Es ist noch nicht zu Ende. Wir werden selbstverständlich den Menschen helfen. Das ist auch unser Ziel. Das hat die Kanzlerin ja in ihrer wirklich exzellenten Rede mehr als deutlich gemacht. Das ist schon zu unserer humanitären Einstellung als Christdemokraten gehört. Dass wir die aufnehmen, die nun wirklich da sind. Da müssen wir helfen, ganz klar, keine Frage. Aber es müssen auch diejenigen zurückgeführt werden, und das ist auch deutlich geworden, und deswegen, Sie haben es ja eben selber gesagt, spürbar reduzieren, die hier kein Bleiberecht haben, weil sie eben nicht aus strittigen Ländern oder schwierigen Ländern wie Syrien, wie Eritrea, wie Nigeria etc. kommen. So, und das ist das Statement der Politik der CDU. Jan Fleischhauer ist bei uns vom Spiegel. Herr Fleischhauer, wenn es heißt, dass spürbar reduziert werden soll, was ist spürbar? Und hat die Union vergessen, dazu zu sagen, wie sie es schaffen will? Ja, das ist ja das Schöne an so einem Begriff wie spürbar. Was ist spürbar? Da können wir uns jetzt hier drüber lange unterhalten. Also der bayerische Ministerpräsident, den Sie ja eben gezeigt haben,
hat ja nicht nur Nettigkeiten gesagt, dass er sich exzellent vertreten fühlt von der Kanzlerin, sondern hat 5 Zahlen genannt. Und zwar die Zahlen von Grenzübertritten in Bayern und Flüchtlingen, die dort angekommen sind. Das lag immer, glaube ich, bei 5.000, mal 4.000, mal 5.000. Und war nun, das war seine erkennbare Absicht und auch Bitte, dass sich das ändert. Das ist die Erwartung, die Bayern hat. Und wenn wir Herrn Bosbach uns angeguckt haben, auch Teil natürlich der CDU. Herr Lima, Sie kümmern sich wieder in Hamburg um Kinder und Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen. Sie haben eine ehrenamtliche Organisation gegründet, sind selber aus Afghanistan geflohen vor 25 Jahren. Wo hatte es Sie dahin verschlagen damals? Wir sind mit der Familie in Hamburg angekommen, in Hamburg-Langhorn. Wurden in einer ehemaligen Schule untergebracht, die zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde. Und da haben wir die ersten Jahre in Deutschland verbracht. Ersten Jahre heißt? Genau, circa 4 Jahre waren wir dort. Mhm. Ja. Wow, und dann wurde aus der kleinen Hila und ihrer Schwester irgendwann eine erwachsene Frau und Architektin. Heute kümmern Sie sich selber um Flüchtlinge. Richtig. Und um Flüchtlingskinder und Jugendliche. Mhm. Was tun Sie für die? Wir haben vor circa 5 Jahren bereits begonnen, Einzelbetreuung anzubieten. Dadurch, dass wir ein multikultureller Verein sind und diese Flüchtlingsströme, nenne ich sie mal, die leichten Ströme schon gemerkt haben, haben wir gedacht, da müssen wir doch irgendwie was machen und vor allem die Jugendlichen Unbegleiteten betreuen. Mhm. Sei es Hausaufgabenhilfe, Behördengänge, Seelsorge, all diese Sachen haben wir geleistet. Mhm. Und verstärkt im letzten Jahr ist diese Einzelbetreuung dann zur Gruppenbetreuung übergegangen. Eben weil es so viele sind und gerade in den Großstädten natürlich viele sind. Das merkt Berlin, das merkt Köln, München, Hamburg etc. In Hamburg genauso. Wodurch wird Ihre Arbeit am meisten behindert hier? Durch die Behörden, durch die Bürokratie, was macht es Ihnen am schwersten? Oder allein durch die schlechte Zahl? Es kann ja auch sein, es sind so viele. Ich glaube, das kann man pauschal gar nicht so sagen. Also es gibt gar nicht eine Antwort. Es ist die Bürokratie. Es ist, dass man auf sich selbst gestellt ist in vielerlei Hinsicht, dass man dadurch, dass wir so eine persönliche Bindung zu den Menschen aufbauen, können wir sehr oft gar keine Erklärung bringen, warum die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so eine persönliche Belastung dann für uns und wodurch dann die Arbeit gehindert wird, weil wir es ja alles ehrenamtlich machen. Mhm. Ist einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Zeitlich deutsches Fernsehen am Donnerstagabend ein bisschen später als sonst. Toll, dass Sie wieder mit dabei sind. Tja, wenigstens sie hat es geschafft. Die Kanzlerin geht mit Applaus in die Winterpause. Aber was hat sie eigentlich erreicht? Hunderttausende feiern Weihnachten in der Turnhalle. Und ob die in ein paar Wochen schon Platz machen können für neue Flüchtlinge, das steht in den Sternen. Spürbar reduzieren will die CDU die Zahl der Flüchtlinge. Immerhin, die Partei scheint dahinter geeint. Doch das Land ist nach wie vor gespalten. Die einen helfen, die anderen hassen und viele sind einfach verunsichert. Denn die großen Fragen bleiben. Kann Deutschland 1 Million Menschen mit Schule, Arbeit, Wohnung versorgen? Kommen 2016 wirklich weniger Flüchtlinge? Und was, wenn nicht? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Franziska Giffey, die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, weiß, die Situation in Berlin bleibt total angespannt. Die Zahlen steigen jeden Tag weiter an. Hila Limar. Mit ihrer Familie flüchtete sie 1990 aus Afghanistan. Heute hilft die Architektin Flüchtlingen und sagt, wir Freiwilligen sind diejenigen, die das alles stemmen, nicht die Politik. Jan Fleischhauer, der Journalist ist sicher. Das Einzige, was die Menschen überzeugt, ist ein Rückgang der Flüchtlingszahlen. Katja Kipping, die Linken-Vorsitzende, sagt, die Bundesregierung zockt mit der Not der Flüchtenden und der Angst der Deutschen. Michael Fuchs, der CDU-Politiker, erwidert, Deutschland ist stark genug, aber wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Und Feras, der Syrer, floh Ende August nach Deutschland und sagt, seit kurzem kann ich Deutsch lernen, habe ein Flüchtlingsvisum und hoffe, dass meine Frau bald nachkommen kann. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und bei uns ist heute Abend Hila. Vielleicht zusammenbrechen könnte. Hila Limar ist heute bei uns und das finden wir klasse. Toll, kommen Sie bitte mit in die Runde. Ja, liebe Zuschauer, die Stimmung im Land ist nach wie vor aufgewühlt. Man hat auch das Gefühl, dass die Gesellschaft polarisiert ist. Doch die Partei der Kanzlerin, die demonstriert Einigkeit. Merkels Weihnachtswunder. Die Frau des Jahres hat ihre Partei geschlossen hinter sich. Nicht jeder kann das von sich behaupten. Vergessen der Streit um Obergrenzen und Flüchtlingspolitik. Die Kanzlerinnen-CDU stimmt nun gemeinsam im Chor. Wir schaffen das. Jetzt erst recht. Wenn wir jetzt tatsächlich zweifeln würden, dass wir das nicht schaffen,
dann wären wir nicht die christlich-demokratische Union Deutschlands, aber wir sind sie und deshalb werden wir das schaffen. Sogar der bayerische Wolf, pardon, Löwe, schnurrt wie ein Kätzchen. Unsere Kanzlerin vertritt uns erstklassig in der ganzen Welt. Erstklassig in der ganzen Welt. Weihnachtsfriede in der Union. Er könnte so schön sein, wenn, ja, wenn da nicht die lästige Frage bliebe, was, Kinder, wird's morgen geben? Wenn sich die Verhältnisse nicht grundlegend verändern, und zwar verbessern, und zwar dramatisch verbessern, dann werden wir spätestens im Frühjahr ganz andere Debatten führen als jetzt. Herr Fuchs, was ändert sich an Deutschlands Problemen, wenn die Bundeskanzlerin einen angenehmen Parteitag hatte? Die Situation ist so, wie sie momentan nach wie vor ist. Es hat sich aber schon etliches verändert. Ich sage Ihnen mal zwei, drei Beispiele. Ein Beispiel ist, dass sich die Balkanroute total verändert hat. Denn aus dem Balkan, aus Kosovo, aus Albanien etc. kommt so gut wie kein einziger mehr. Weil wir diese Länder zu sicheren Herkunftsländern erklärt haben. Das war ja nicht ganz einfach. Das ist gelungen. Es sind jetzt weniger als 1% der Flüchtlinge noch aus diesen Regionen. Das hat eine gewisse Entlastung gegeben. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir, und da hat die Kanzlerin vor,